Servus meine Lieben und willkommen heute zu einem neuen Video. Das heutige Video wird übrigens von der Firma Olight unterstützt. Die hat uns nämlich die X7R Marauder zur Verfügung gestellt und die wird uns in dieser Villa heute ein bisschen die Räume erhellen. Die Villa hinter uns steht in Ligurien. Ich blende euch hier oben die Karte ein und sie ist sehr verfallen, was man auch unschwer erkennen kann von außen. Aber trotzdem ist diese Villa absolut eindrucksvoll und etwas Besonderes. Wenn ihr neu seid auf dem Kanal, solltet ihr abonnieren. Wenn es euch gefällt, vergesst nicht einen Daumen hoch zu geben und los geht's. Direkt, wenn wir durch den Eingangsbereich reinkommen, sehen wir nämlich hier schon mal diesen geilen Boden. Also ohne Scheiß, mit diesen ganzen einzelnen Steinchen ist das, ich würde sagen, der schönste Boden, den ich persönlich jetzt hier gesehen habe, weil er einfach mit so viel Detail gemacht ist. Und das war auch mal die ganze Villa. Wir sehen nämlich schon beim Balkon hier oben, der hier sich durch diesen Eingangsbereich, hier müsst ihr euch überlegen, das ist die Eingangshalle, durchzieht, dass der total viele Verzierungen hat und auf jeden Fall 17., 18. Jahrhundert würde ich schätzen. Ich hole mir meinen Kopfnicken bei Emma hinter der Kamera. Würdest du das auch so? Ja, ne? Da oben ist die Decke durchgekommen. Und wir sehen auch, dass die Decke nur aus, von innen war es verputzt mit Malereien und dass die Decke selbst nur aus so einer Art ganz dünnem Holz ist und natürlich mit mangelnder Pflege eingeht. Aber die Größe dieser Eingangshalle ist schon richtig beeindruckend. Emma hat jetzt eben nochmal schnell eine Vor-Ort-Recherche betrieben. Sie ist ja eigentlich super gut da drin, ne? Und hat herausgefunden, dass diese Villa von einem Rechtsanwalt 1901 in Auftrag gegeben wurde. Zwischendurch waren hier während der Kriegszeiten Divisionen eingezogen, haben sich hier einquartiert. Und ich lag also nicht ganz richtig mit 18. Jahrhundert, habe ich gesagt, glaube ich. Ne? Wir gehen jetzt hier zusammen durch. Es wird ein bisschen wackeln. Es ist einfach hier alles voller Schutt, weil überall kommen hier diese Sandbetonsteine runter. Und wir erkunden das Ding jetzt mal. Es hat erstmal diese hohen Decken. Ne? Und wenn ich hier hoch gucke, dann sehe ich gleich, dass da oben auch wieder echt schöner Stuck gewesen ist. Mit Goldverzierung, der echt aufwendig gewesen sein muss. Die Deckenhöhen ist ja der Wahnsinn. Das muss doch teuer gewesen sein damals, ne? Also es geht hier richtig nach oben. Dieser Raum hat eine Deckenhöhe wie zu Hause unser Treppenhaus, ne? Ich würde sagen, wenn wir unten stehen bei der Eingangstür. Also das sind wie viele Meter? Vier, viereinhalb? Du bist fast 2, 4, 6 sein. Allein diese Stange, wo die Lampe dran hing, ist ja 2,5 Meter lang. Alter, total abgedreht. Aber schön. Ich finde die Villa schön, vor allem hier mit diesen alten Holztüren. Das ist so richtig. Das ist so richtig Lost Place Feeling. Ne? Erinnert mich auch so ein bisschen an den Harz oder so in Deutschland. Und hier ist schon wieder dieser, ich stehe schon mitten drauf, hier ist schon wieder dieser Fußboden. Das sind alles kleine Steine, hier brechen die stückweise raus. Da kann man sich das mal anschauen. Das sind alles kleine Steine, die hier überall, ach, das ist hier. Ja, hier ist nicht gut. Hier sind überall kleine Steine, die sich hier aus dem Boden rauslösen. Das heißt, hier hat sich mal wirklich jemand hingehockt und hat, ich würde jetzt mal sagen, diese Kunstwerke an Bodenmalereien, die hier überall durchschimmern, händisch gemacht. Wäre ich zu faul zu. Ist so. Hätte ich keine Lust zu. Aber beeindruckend. Aber so ist man in der Zeit auch noch gewesen. Also, oder so hat man noch gearbeitet. Das gibt es heute bestimmt auch noch, aber wahrscheinlich auch nur für ganz spezielle Dinge, so Schloss Bellevue oder so, da kann ich mir das vorstellen, aber ansonsten macht das ja keiner mehr. Das ist alles einzeln, das sind alles hier einzelne Steine in den richtigen Farben. Die haben alle unterschiedliche Größen, die sind also alle einzigartig quasi. Das kannst du heute gar nicht mehr bezahlen, ne? Krass. Was hat man mit der Villa vor? I don't know. Wahrscheinlich kann man die kaufen, wie man irgendwie alles in Italien kaufen kann.
Aber man hat wohl versucht, das Ganze wieder zu restaurieren. Ach hier, das ist auch noch so ein alter Dings, ne? Ein altes Waschbecken, die Holztüren. Oh, das ist... Ich mag ja so uralten Scheiß, ne? Also man hat versucht, das Ganze aufzubauen und wieder in Schuss zu bringen, aber wahrscheinlich ein unbezahlbares Projekt. So würde ich das mal abstempeln. Ne? Du müsstest ja alles, die Türen, die Wände, die Decken, die Böden, alles, du musst alles general überholen, neu aufbauen teilweise. Das kannst du nicht bezahlen. Hier drüben lächelt mich wieder der Stug an. Mamma mia. Bellissima. Schön, ne? Da oben auch wieder mit so Gold ansetzen im unteren Teil. Und hier steht auch noch eine Leiter aus längst vergangenen Tagen. Ne? Die ist total gerostet. Krass. Auch hier ist der Boden ist in der ganzen Villa so, ne? Oha, und hier ist auch wieder so aus diesen Steinchen. Und hier die Säulen, oh. Typisch Italien. Auch wieder der Fußboden mit diesen einzelnen Steinchen. Gut, Anfang 19. Jahrhundert. Und hier sind Fensterbögen gewesen oder hier ist so eine Art Balkon, weil das ist nachträglich, ne? Das hat man mal zugemauert hier. Das kann man sehen. Ihr seht da oben an der Bruchkante, dass das eigentlich so eine Wölbung ist. Das hat man also mal zugemauert. Wahrscheinlich um die Villa vor den Gezeiten zu schützen, ne? Und natürlich Plündereien und Vandalen. Ist eine echt tolle Stadtvilla, ne? Schmeckt schon. Kann man schon mal machen. Ach, hier ist auch noch so ein... Steht noch ein altes Bett drin, wieder ein Waschbecken. Oder hat man die nachträglich... Guck mal, hier ist die Säule und hier ist was... Hä? Ja, ich sehe gerade, die haben die ganze Wand, die haben also nicht nur das hier eingezogen, sondern die haben die ganze Wand hier mit diesem Zwischenraum eingezogen. Vielleicht im Zuge der letzten Verwendung, dass man deswegen hier die Räume aufgeteilt hat, weil hier waren Apartments zuletzt drin, richtig? Da wird abgenickt gerade, also hier waren zuletzt Apartments drin und man hat das Ganze dann nachträglich ein. Ja, das ergibt Sinn. Wenn nicht, dann schreibt was anderes in die Kommentare. Die Villa hat auch unzählige Räume. Ja, mehr als hier zu gewachsen ist ja nicht mehr, ne? Es ist so. Hier ist wieder so ein kleines Waschbecken. Allein wenn man sich mal anschaut, wie groß dieses Fenster auch noch ist, ne? Das hat auch so ein bisschen Heilstätten-Flair gerade oder so. Fühlt sich auch ein bisschen an wie so ein Lost Place in Deutschland. Irgendwo so im Harz oder im Thüringer Wald oder so. Das Einzige, was ich halt nicht fühle, sind halt diese krassen Bodenbemalungen. Ne? Und die Säulen. Und die Säulen, das gibt es halt in Deutschland eigentlich überhaupt nicht. Also schon, guck mal, hier ist auch wieder die Bemalung unter. Man kriegt das ja gar nicht mehr frei. Oder diese gesetzten Steine. Ne? Also die Sophienheilstätte, die hatte auch Säulen. Die hatte auch viele Säulen, das sah auch schön aus, aber die ist ja mittlerweile auch rum. Ne? Hat sie oft genug gebrannt. Ich mag solche Türen. Ne? Das ist immer so ein Mix zwischen schlossartig und Villa irgendwie so. Dass du diese zwei Türen zum Aufmachen hast und dann mit diesen ganzen. Und hier über den Schutt geht die Treppe. Und wir sehen bei der Treppe noch. Kann man das gut sehen in der Kamera? Die Farbe von den Treppenstufen, das ist so eine Art Grün. Bläulich irgendwie. Ganz schön. Auch das Geländer. Allgemein dieser Eingangsbereich, der ist
Könnte ich mir auch so vorstellen. Das Geländer. Ja, da oben ist übel. Oh, mein Mikrofon. Moin. Richtige Katastrophentour hier gerade. Die Decke ist, ja, das ganze Gebäude ist ziemlich gefährlich. Diese riesigen Fenster, ne? Man sieht da oben noch das Buntglas drin und hat dann so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie das mal so ein bisschen, ihr kennt das ja aus der Kirche oder so. Ich denke, es sah echt mega beeindruckend aus. So, una problema. Da können wir nicht rauf. Das geht nicht. Du kannst mal da rüber filmen. Man sieht diese toll verzierten Halter. Ich unterstütze ja mal mit der X7R von Olight. Man sieht, dass der Balkon hat einen Versatz zu den Trägern. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5 Mal von 7. Der Boden ist auch, der ist so dünn, ne? Das sind vielleicht ein paar Zentimeter, keine 10. Schon beeindruckend, ne? Ich denke, das haben die aus Beton gemacht. Ich schaue mal einmal hier nur um die Ecke. Aber da würde ich nicht mehr rübergehen. Die Substanz des Gebäudes ist leider. Hier ist noch ein schöner Balkon, aber ich glaube, den gucken wir uns lieber von außen an. Hier unten sieht man noch den Eingang in den Keller. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Verlies. Leicht zugewachsen, aber der Boden da oben drüber ist schon wieder am Rumhängen. Kann man so sagen. Davor liegt noch das Material, was man benutzt hat, um hier noch, das Gerüst steht da rechts, um hier noch was dran zu retten, aber man hat es wahrscheinlich aus Projektkostengründen aufgegeben. Schade drum, weil es ist eine wirklich eindrucksvolle Stadtvilla, wenn man sich überlegt, dass allein dieser ganze Mittelbau, nur oben die zwei Fenster ist ein bisschen Dachboden und der ganze Rest, diese großen Fenster sind nur die Eingangshalle und der Verbindungsweg zwischen den oberen Stockwerken. Emma sagte gerade, da oben wächst schon der Weihnachtsbaum auf dem Dach. Das stimmt auch, kommt auch mit der Jahreszeit gut hin. Und das ist der Balkon, den ich eben gesehen habe, als ich da kurz hochgegangen bin. Und das Ganze mit diesen Säulen und dieses Eingewachsene, das sieht schon echt. Der ist jetzt grau und leicht nebelig. Kurz vor Dämmerung wäre das echt eine Horrorbude, ne? Optisch. Da oben sind auch so Gesichter reingemalt. Es sieht echt toll aus. Man kommt leider jetzt auf diesen Balkon nicht rauf. Das geht aber nicht. Das ist zu gefährlich. Man sieht ja, das Ding hängt nur auf 7:30. Aber trotzdem hat das Gebäude noch so viele Details, wie auch hier unter dem Balkon. Guck mal, was sind das? Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Was ist das, was sie da gemalt haben? Ihr seht, ich erkläre es einfach, diesen Bogen und rechts und links sind diese Figuren. Ist das ein Ziegenbockkopf? Was sollte das mal sein? Schreibt mal eure Gedanken und Ideen in die Kommentare. Aber die hat echt so viele Verzierungen wieder gehabt, auch da oben. Dieselben, nee, die sind anders. Oben an der Dachkante, das sieht anders aus als hier am Balkon. Glaube ich. Oder täuscht das? Ganz schwierig. Nee, das sieht anders aus. Auch da waren mal irgendwelche Figuren dran, an den Säulen. Hammer. Tja. Irgendwie eine Fassade und eine Villa voller Details, aber zum Zusammenstürzen verdammt quasi. Tja Leute, das war's von der Location. Eine wirklich interessante, aber auch wirklich gefährliche Villa. Viele Details, falls ihr noch irgendwelche Details gesehen habt, die wir nicht gesehen haben, schreibt es unten in die Videokommentare. Auch andere Anregungen, Ideen und Fragen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da und falls ihr noch nicht abonniert habt, empfehle ich euch zu abonnieren. Wir sehen uns immer Dienstag und Donnerstag und bei Feiertagen außer der Reihe. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, bleibt gesund. Ciao, ciao.